Bernhard und der Hans, das sind beides Unternehmer. Und beide haben eines gemeinsam. Sie sind heute sehr, sehr erfolgreich. Bei beiden war es früher genau umgekehrt. Sie haben gekämpft. Sie haben gekämpft wie Löwen. Heute macht es wieder einen Spaß, eine Freude. Sie verdienen sehr, sehr gut. Und es ist um vieles leichter. Welchen Schlüssel haben beide in ihr Leben, in ihren Alltag integrieren können? Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. In diesem Video besprechen wir, wie auch du diesen Schlüssel in deinen Alltag integrieren kannst. Wir gehen jetzt auf diesen Berg da oben, der ist auf knapp 3000 Meter Seehöhe und wir schauen uns da einen riesigen Lawinenkegel an. Wir starten sofort los. Bis gleich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Was möchtest du für die nächste Zeit? Was ist dir wichtig? Möchtest du gern mehr verdienen und gleichzeitig weniger Aufwand dafür betreiben? Ist das dein Streben in nächster Zeit? Dann bist du hier vollkommen richtig. Der Bernhard ist ein sehr erfolgreicher und sehr gefragter Physiotherapeut. Die Kunden kommen aus allen Herren Ländern zu ihm, weil er hat eine ganz spezielle Expertise. Und der Bernhard sagt, was soll ich tun? Ich muss sehr viel Aufwand betreiben, um meine Umsätze zu machen. Ich möchte das nicht mehr. Was kann ich tun? Der Bernhard hat es geschafft, seine Preise nicht nur um 10% oder 20% anzuheben, sondern seine Preise mehr als zu verdoppeln. Eine Frage an dich, was glaubst du? Wie viele seiner Kunden sind aufgrund dieser Maßnahme abgesprungen? Keiner, überhaupt gar keiner. Der Bernhard hat es nicht nur geschafft, seine Preise zu erhöhen, sondern er hat es geschafft, mehr Selbstwert zu haben. Er hat seinen Selbstwert, seine Selbstsicherheit, sein Selbstbewusstsein gesteigert. Und das war die allerwichtigste Maßnahme. Denn ohne ein höheres Selbstbewusstsein wäre die Preiserhöhung überhaupt gar nicht möglich gewesen. Denn dann hätten die Kunden reklamiert, weil sie hätten gemerkt, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Und genau dieses Phänomen schauen wir uns in diesem Video an. Mein Name ist Johannes Stark. Ich arbeite seit weit über 20 Jahren mit Führungsleuten, mit Selbstständigen, mit Menschen, die aber wirklich was bewegen wollen. Und vor allem Menschen, die aber sagen, ich möchte bessere Resultate erzielen und gleichzeitig weniger Aufwand dafür einsetzen. Schauen wir uns einmal an, wo geht deine Tagesenergie hin? Wie verteilst du deine Tagesenergie? Die Tagesenergie kann man einteilen in 5 Stufen. Die erste Stufe ist die körperliche Energie. Also der Körper braucht ein Maß an Energie für Herzschlag, für Kreislauf, für Haut, für alle Sachen, die was halt so in Bewegung sind. Die zweite Stufe geht in Richtung Selbstwert, Selbstbewusstsein. Wenn dein Selbstbewusstsein sehr nieder ist, dann wird hier sehr viel Energie gebunden. Das heißt, du fragst dich immer wieder, ja, kann ich das? Nein, ich kann das doch nicht. Ich traue mich nicht. Nein, das bin ich doch nicht. Nein, was andere sagen. Wenn du so denkst, dann ist sehr viel Energie in dieser zweiten Stufe gebunden. Die nächste Stufe, die dritte Stufe, ist Routinearbeiten. Wie zum Beispiel Zähne putzen, sich abwaschen, Auto fahren und solche Dinge. Die vierte Stufe, und das geht von unten nach oben, die vierte Stufe ist Arbeit und Leistungen. Okay, bis dahin kommen noch sehr viele Menschen. Aber wie schaut es dann mit der fünften Stufe aus? Auf der fünften Energiestufe ist Entwicklung, Evolution. Das heißt, wie viel Zeit hast du im Alltag, dass du dich weiterentwickeln kannst, dass du dich mit neuen Dingen beschäftigen kannst, dass du sagst, was brauche ich jetzt für die nächsten Schritte? Und dass du dann auch das Handwerkzeug dafür lernen kannst. Wie viel von deiner Tagesenergie ist in Stufe 5? Oder, anders gefragt,
Wenn wir ein geringes Selbstbewusstsein, einen geringen Selbstwert haben und uns selber immer wieder in Frage stellen, dann ist die meiste Energie in der Stufe 2 gebunden. Das heißt, in der Selbstwertstufe. Und eine erfolgreiche Führungskraft, auf Dauer erfolgreich, kannst du nur sein, wenn du auf Stufe 5 kommst. Weil auf der Stufe 5 hast du den Überblick, hast du den Weitblick, du hast die Klarheit, du nimmst den Abstand zu den Dingen. Du siehst mehr, du siehst weiter, du siehst über die Berge drüber. Das heißt, die Berge über Probleme zum Beispiel. Du nimmst es nicht so persönlich. Wenn du in Stufe 2 hängen bleibst, dann nimmst du alles, was passiert, sehr persönlich. Du bist angerührt, du bist out of order, wenn zu dir jemand was sagt. Also, frag dir mal selber, wo ist deine Hauptenergie im Alltag? Stufe 2, Selbstbewusstsein, Selbstwert, sich selber in Frage stellen. Oder hast du sehr viel Energie für die Stufe 5, Entwicklung, Evolution? Führungsleute, die ein geringes Selbstbewusstsein haben, die zerstören sich mittel- und langfristig komplett. Das heißt, das ist eine totale Sackgasse. Und das schauen wir uns in diesem Video noch an. Also, es geht um Selbstwert, es geht um Selbstbewusstsein, es geht darum, wie kannst du dein Selbstbewusstsein aufbauen und auch halten. Denn das Beispiel von Bernhard zeigt uns, der Bernhard hat die Preise nur deswegen erhöhen können, weil er mit seinem Selbstwert nach oben gefahren ist. Er hat seinen Selbstwert erhöht. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte er diese Preiserhöhung nie gestanden, niemals. Oder vielleicht hätte ich ihm einreden können, dass er die Preise erhöht. Er hätte aber auf der anderen Seite den Selbstwert nicht erhöht. Nachher hätte der nur Reklamationen von seinen Kunden bekommen. Denn die Kunden hätten das sofort gespürt. Die hätten gemerkt, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Das heißt, Selbstwert und Preiserhöhung geht immer in einer Linie, geht immer gleichzeitig. Also, wenn wir den Selbstwert steigern, dann kannst du deine Preise erhöhen. Und zwar mit Leichtigkeit. Und die Kunden werden kein Problem damit haben. Du wirst mehr verdienen, wenn du mehr Selbstwert hast. Weil der Wert innen spiegelt immer den Wert außen. Also, Menschen, die viel verdienen und weniger dafür tun, die haben einen hohen Selbstwert. Wir sehen, der Selbstwert ist ein riesiger Schlüssel. Ein Schlüssel, den was du sofort jetzt in die Hand bekommst und sofort deine Türe aufmachen kannst und sagen kannst, aha, so geht das. Das kannst du sofort im Alltag umsetzen. Es ist sogar sehr, sehr gefährlich, wenn wir den Selbstwert nicht aufbauen, wenn wir uns nicht mit unserer mentalen Stärke beschäftigen. Denn wir versuchen uns dann über unser Tun zu beweisen. Und wir wollen natürlich mehr Beweise, dass wir es gut machen, dass wir gut sind. Und so ziehen wir ganz magisch große Schwierigkeiten an. Weil dadurch können wir uns wieder beweisen. Wir können es wieder lösen und können sagen, schau, ich kann es. Und das ist eine totale Sackgasse. Denn unser Engagement schießt in die Höhe. Wir müssen immer noch mehr tun. Wir wollen uns immer noch mehr beweisen. Und das macht auf Dauer überhaupt keinen Spaß. Es ist das Gegenteil von Gelassenheit. Es ist das Gegenteil von Freiheit. Es ist das Gegenteil von Leichtigkeit. Es ist das Gegenteil von über den Dingen stehen, aber nicht egoistisch über den Dingen stehen, sondern die Dinge mit Abstand betrachten und mit Leichtigkeit Erfolg in dein Leben ziehen. Das ist das Gegenteil davon. Also, bauen wir innere Stärke auf, bauen wir unser Selbstbewusstsein auf. Und da schauen wir uns an, wie genau das geht. Vor was hast du Angst? Wir haben im Grunde nicht Angst vor dem Versagen oder nicht gut genug zu sein.
Wir haben in Wahrheit Angst vor unserem inneren Licht, vor unserem wirklichen Strahlen. Wir haben Angst davor, wir selber zu sein. Nimm dies jetzt einmal einfach so zur Kenntnis. Wie kann man nun Selbstwert aufbauen? Selbstwert, den Selbstwert in uns, müssen wir nur erkennen. Er ist schon da. Weißt du, dass du ein Siegertyp bist? Du bist einer von 400 Millionen Spermien, die es geschafft haben. Du bist einer von diesen 400 Millionen. Du bist ein absoluter Siegertyp. Das muss ich dir nicht einreden. Das weißt du. Das weißt du, sobald ich dich daran erinnere. Das Selbstbewusstsein ist schon da. Es ist nur verdeckt. Es ist hinter einem Schleier. Das ist so wie dieser Stein. Auch wenn Schnee drauf liegt, deswegen ist der Stein trotzdem da. Das heißt, erkenne deinen Selbstwert. Lerne dich zu lieben. Lerne dich zu schätzen. Du hast Talente und Fähigkeiten. Erkenne sie. Sei dankbar für deinen Körper. Sei dankbar für dich. Und da habe ich gleich ein ganz tolles Beispiel für dich, wo du siehst, was es ausmacht, wenn man seinen Selbstwert erkennt. Wir müssen ihn nur erkennen. Aber mach jeden Tag diese Übung und beschäftige dich mit dem, deine Talente und Fähigkeiten zu erkennen. Dich selber zu schätzen. Eine Frage. Wenn du in der Früh vor dem Spiegel stehst, was siehst du dann? Ganz im Ernst. Was siehst du dann? Der Hans hat ein mittelgroßes Unternehmen und er sagt zu mir, mein Unternehmen ist eigentlich eine schöne Angelegenheit, aber es ist eine Katastrophe mit meinen Kunden, es ist eine Katastrophe mit meinen Mitarbeitern. Es ist jetzt so katastrophal alles zusammen, dass ich überhaupt gar keine Freude mehr habe an diesem Unternehmen. Auch das Privatleben wird nach und nach zur Katastrophe. Es ist einfach nicht mehr angenehm. Und im Laufe unseres Gesprächs frage ich ihn, lieber Hans, was siehst du, wenn du vor dem Spiegel stehst? Und der Hans schaut mir an, schaut mir ganz tief in die Augen und sagt, wenn ich vor dem Spiegel stehe, dann sehe ich einen riesengroßen Arsch. Voilà. Voilà. Erkennst du den Zusammenhang? Erkennst du das? Der Hans sieht in sich einen riesengroßen A. Er leitet seinen Betrieb wie ein riesengroßes A. Er geht mit seinen Kunden, auch mit seinen Lieferanten um wie ein riesengroßes A. Mit seinen Mitarbeitern ebenfalls. Er zieht Mitarbeiter in sein Unternehmen, die ihm überhaupt nicht gut tun, die ihn betrügen, die ihn bescheißen. Er sieht in sich, der Hans sieht in sich ein riesengroßes A. Er zieht Menschen in sein Leben, die in der gleichen Frequenz schwingen. Das ist eine Frage von Resonanz. Du ziehst immer das an, was du selber in dir erkennst. Darum, du musst kein Selbstbewusstsein aufbauen, du musst es nur erkennen. Es ist schon da. Du bist grundsätzlich ein Siegertyp, einer von 400 Millionen, die es geschafft haben. So ist dein Leben schon losgegangen, so hat es schon gestartet. Also erkenne es. Erkenne es. Lerne dich zu lieben. Lerne dich zu schätzen. Und wenn du vor dem Spiegel stehst, erkenne dich. Schau hin und sag, coole Socke. Coole Socke mit vielen Talenten und Fähigkeiten.
mit vielen Eigenschaften, mit dem Drang nach Freiheit, nach Freude, nach Leichtigkeit, mit dem Drang, etwas zu bewegen auf dieser Welt, in deinem Leben. Das ist dein Leben, das kann dein Leben sein. Und es ist da, erkenne es. Erkenne dich, erkenne dich. Und wenn du dich erkennst, nachher wird das Selbstwert, das Selbstbewusstsein kommt dann ans Tageslicht. Und du weißt, wie das ist. Wenn man eine Pflanze, wenn man der Wasser, Nährstoffe und wenn die Licht bekommt, wird sie dann größer oder kleiner? Voilà, sie wird größer. Und wenn du dein Selbstwert erkennst und hinschaust und ihn pflegst und hegst, wenn du dankbar bist, wenn du dich an dir freust, nachher wird es größer, das dehnt sich aus, das ist ein Naturgesetz, das geht ganz von selber. Aber das Wichtigste, was du tun müsstest, schau hin, erkenne es. Und der Hans hat erkannt, er hat es verstanden. Aha, okay, wenn ich in mir einen A sehe, nachher gehe ich mit allen Leuten, mit meinem ganzen Unternehmen um wie ein A. Und er hat den Schalter umgelegt. Er hat sich erkannt. Und er hat innerhalb kürzester Zeit sein gesamtes Unternehmen umgedreht. Er verdient jetzt richtig Geld. Er hat eine schöne Struktur gebaut. Er hat andere neue Mitarbeiter in sein Unternehmen gezogen. Er hat komplett alles neu aufgebaut. Er hat es umgebaut. Er hat die Brust rausgetan und hat gesagt, ich bin wieder da. Auf geht's. Und er hat ein wunderschönes Unternehmerleben. Er hat jetzt Freiheit und Leichtigkeit. Er hat ein hohes Selbstbewusstsein und das spiegelt sich natürlich im Außen überall. Der allergrößte Lehrmeister ist der Alltag. Wie gehst du im Alltag mit dir um? Schau ganz genau hin. Wenn du herausgefordert wirst von anderen, zweifelst du dann sehr schnell an dir? Und vor allem, wie denkst du über andere? Denkst du über den einen oder anderen, das ist doch ein Trottel. Genauso wie du über andere denkst, so denkst du über dich. Denn es strahlt immer von innen nach außen. Also schau im Alltag ganz genau hin und erkenne dich durch die anderen. Und wenn du die anderen wertschätzen kannst, dann kommt es sehr schon mal von dir. Also kannst du dich wertschätzen. Der Alltag, der allerbeste Lehrmeister. Denk an das Beispiel von Bernhard. Der Bernhard hat seinen Selbstwert gesteigert und verdient jetzt mehr und muss weniger dafür tun. Der Hans hat erkannt, wo der Selbstwert zu Hause ist, und zwar bei sich selber. Er hat es erkannt und er hat den Schalter umgelegt. Und er ist nicht mehr in der Stufe 2, du erinnerst dich, hängen geblieben. Der ist jetzt auf Stufe 5 gegangen, der ist jetzt in Entwicklung, der schaut jetzt über den Tellerrand hinaus. Sein Leben macht jetzt einen Spaß, er verdient sehr viel Geld und er hat einen wunderbaren Überblick. Es macht wieder richtig Freude. Und wir haben auch besprochen, es ist nahezu eine Pflicht, den Selbstwert zu erkennen. Denn sonst schießt unser Engagement in die Höhe. Wir versuchen uns über äußere Ereignisse, über unser Tun zu beweisen. Und das tut uns auf Dauer nicht gut. Und hab keine Angst. Hab keine Angst vor deinen wahren Talenten und Fähigkeiten, vor deinem wahren Licht. Denn du bist ein Siegertyp. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und jetzt schauen wir uns noch gemeinsam was an. Und zwar genau an dieser Stelle ist vor circa 2 oder 3 Jahren eine riesige Lawine runtergegangen.
Aber vorher denk dran, diesen Kanal zu abonnieren. Denn dann bist du immer in der ersten Reihe, wenn was Neues daherkommt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. So, jetzt schauen wir uns das einmal an. Und zwar der gesamte Grat, von da ganz hinten bis da ganz rüber. Der gesamte Grat, da ist eine Lawine runtergerutscht ins Tal. Und zwar eine einzige Lawine, ausgelöst von Skifahrern. Die Lawinenwarnstufe war sehr hoch, es war sehr gefährlich. Und trotzdem ist ein Skifahrer reingefahren. Es war ein riesen Lawineneinsatz. Suchmannschaften waren da, hunderte Leute, einige Hubschrauber mit Wärmebildkamera und ganz vielen technischen Ausrüstungen. Das war ein riesen Auflauf. Wir sind da auf ca. 2700 oder 800 Meter Seehöhe und heute haben wir eine sehr geringe Lawinenwandstufe und wir schauen uns da jetzt an, wenn wir da jetzt abfahren. Es ist überhaupt nicht lawinengefährlich. Es ist halt ein bisschen steil, aber das macht ja nichts. Das ist ja herrlich. Und ja, da drüben sieht man noch, ich möchte dir auch noch was zeigen, da sieht man noch diese Lawinen, wo sind sie? Und zwar da drüben. Diese Lawinen-Sprengrohre. Und du hörst manchmal vielleicht im Tal, wenn es so Explosionen gibt, wenn es frisch geschneit hat. Das sind genau diese Rohre. Da wird eine Explosion ausgelöst und durch diesen Schall gibt es nachher Risse in der Schneedecke und nachher rutschen die Lawinen runter. Das ist jetzt eine von vielen von da oben. So, das. Nachher werden wir unsere 7 Zwetschgen zusammenklauben und einen schönen Freerider machen. Schön, dass du da dabei warst jetzt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich schon drauf. Pfiati, Servus.